Theoretisch, meint Sven Lau, erlaube es der Koran auch, dass ein Mann seine Frau schlage. Allerdings nur unter so strengen Bedingungen, dass es praktisch unmöglich sei. Wenn jemand das auch machen sollte, dürfen keine Druckstellen zurückbleiben, keine blauen Flecken und keine roten Flecken. Und das heißt für mich auch dasselbe, wie will man jemanden schlagen, ohne dass irgendetwas zurückbleibt. Ja, ja, wie denn? Da müssen wir mal beibringen. Seine Frau zu schlagen, für ihn komme das nicht in Frage. Arbeiten jedoch gehe seine Frau nicht. Lau betreibt einen Laden, verkauft Reisen nach Mekka und islamische Accessoires. Unseren Fragen, ob er für die Steinigung von Ehebrecherinnen nach Scharia-Recht eintritt, weicht er aus. Er wird prinzipiell. Ich meine, das ist ja absoluter Schwachsinn, dass wir gewisse Dinge jetzt von heute auf morgen hier durchführen könnten. Ja, müssen Sie aber, wenn Sie könnten. Was man würde, wenn man kann, ist eine andere Sache, aber wie weit ist die weg, diese ja, Theorie? Sagen wir mal, Sie haben die Mehrheit. Ja, schauen Sie mal, das sind alles Theorien. Für Scharia würden Sie ja sagen, wenn es irgendwie geht, bin ich dafür. Ja. So, ich habe Ihnen ja gesagt, eine Herzenssache von einem Gläubigen ist eine andere Sache, ist eine Sache. Ja, und momentan herrscht hier die Demokratie und wir bleiben solange. Sie aber eigentlich nicht wollen, wenn Sie richtig verstanden haben. Ich habe Ihnen noch eben gesagt, jeder Gläubige wünscht sich einen Gottesstaat. Jeder Gläubige. Rund 500 Bürger gehen an diesem Tag im Mönchengladbacher Stadtteil Aiken auf die Straße. Demonstrationszug gegen die islamischen Salafisten. Zusätzlich befeuert haben den Unmut Presseberichte, wonach ein Predigerkollege von Sven Lau angeblich die Steinigung untreuer Frauen befürwortet habe. Was stört Sie besonders an der Salafitenschule? Wir gehören nämlich zusammen. Ich brauche jetzt nicht viele Worte sagen. Steinigung im Iran und hier die Antwort. Das ist unser Hauptproblem. Frauenrechte. Danke. Unverständnis nicht nur bei Deutschstämmigen und Christen. Unter den Teilnehmern des Protestzuges treffen wir auch einige Muslime, unter anderem einen jungen Ingenieur. Özgür Ünal stammt aus der Türkei, ist selber gläubiger Moslem, aber die Salafisten findet auch er befremdlich. Ich möchte jetzt wirklich nicht abfällig reden über irgendwen, aber die präsentieren sich ja eigentlich ein bisschen hinterwäldlerisch mit ihren Klamotten und ihrem Erscheinungsbild, dem dicken Bart und so, ja. Solche Leute diskreditieren auch unglaublich den Islam, also ich sag mal, kein normaler Moslem würde solchen Menschen beipflichten oder das gut heißen, was die so in die Welt setzen. Am späten Abend in Mönchengladbach. Ein Vorbeter hat zum Nachtgebet gerufen, wieder auf dem Marktplatz. Vermutlich wird das vorerst jeden Abend so sein, denn die Stadtverwaltung hat die bisherigen Gebetsräume der Salafisten versiegelt, aus baurechtlichen Gründen. Zur gleichen Zeit im Wohnhaus nebenan recherchieren Wilfried Schulz und zwei Mitstreiter aus der Bürgerbewegung im Internet. Sie wollen wissen, ob es wirklich stimmt, dass der Salafistenverein das Schlagen von Ehefrauen befürwortet und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen. Auf der Internetseite der Salafisten äußert sich zu diesem Thema ein amerikanischer Prediger. Willkürliches Prügeln lehnt er ab, doch in einem Video heißt es wörtlich, eine Art körperlichen Tadelns, um die Frau zur Tugend zurückzubringen, das ist erlaubt. Und dann entdecken sie noch etwas, ein Video des prominentesten deutschen Salafistenpredigers Pierre Vogel. Darin werden Journalisten, die angeblich falsch über den Konflikt von Mönchengladbach berichtet haben, namentlich angeprangert. Und wir kennen euren Namen, ihr solltet euch alle etwas schämen. Ihr solltet euch gefälligst was schämen, weil ihr große Lügner seid. Ihr sollt keine Angst vor der Islamisierung haben. Ihr sollt Angst davor haben, zu sterben, ohne den Islam anzunehmen. Das ist schon gespenstisch. Das ist ja also faschistoid, muss ich sagen, vom Gesamteindruck her. Ja, das bringt mich nur auf den Gedanken, also da auf gar keinen Fall, jetzt erst recht nicht mehr nachzulassen. Denn hier, das wollen wir auf gar keinen Fall. Mittlerweile ist es nach 22 Uhr auf dem Marktplatz. Immer noch beten die Salafisten ihr Nachtgebet. Das dürfen sie. Das Grundgesetz erlaubt ihnen das. Die Religionsfreiheit und die Versammlungsfreiheit, sie gehören zu den Fundamenten des Rechtsstaats. Doch der Anblick der fremdartig gewandeten Männer stellt die demokratische Gesinnung der Anwohner auf eine harte Probe. Das habe ich schon gehört. Deshalb wird unsere Toleranz ausgenutzt. Die halten sich ja nicht am Grund. Unser Grundgesetz fesselt uns. Und irgendwann ist das zu Ende. Dann ist das zu Ende. Demokratie ist verwundbar. Kein Thema. Demokratie, ja. Die Salafisten wollen nicht aufgeben und haben angekündigt, solange sie ihr Gebetshaus nicht beziehen dürfen und keine Alternative haben, würden sie weiter unter freiem Himmel beten.